Ja, aber das haut schon hin. Auch wenn, ja. Ich grübel gerade ein bisschen wegen dem Warehouse. Aber wir werden ja nicht alles gleichmäßig verbrauchen, ne? Und gerade jetzt Kobold haben wir noch keinen Abnehmer für. Aber dann lagern wir sowas extra in. Also ein Warehouse dann für Kobalt, ein Warehouse für Silikon und was auch immer. Wobei Silikon werden wir keinen Überschuss haben für eine lange Zeit, wenn wir unsere gesamte Insel immer voll betonieren wollen. Ja, okay. Wo war ich denn gerade dabei, zu machen und zu tun? Wir haben zu viel Kupfer. Das sollte es eigentlich nicht geben. Mach einfach da nochmal eine Chest hin. So, damit das läuft. Wir haben nicht genug Zink, weil nicht genug flüssiges Blei da ist. Und wir haben nicht genug flüssiges Blei da. Weil nicht genug Bleierz da ist. Oder weil das flüssige Blei zuerst dahin geht. Mach das mal weg, wir brauchen keine zwei davon. Na, ein Teil ging runter, aber halt nicht genug. Ja, und ich spüre es jetzt schon, wie jemand das Bedürfnis hat, mich darauf hinzuweisen. Ich kann auch gezielt Erze herstellen. Ja, das ist richtig. Ich kann hier auch gezielt sagen, gib mir Blei. Oh, warte, ich habe es gerade kaputt gemacht, ne? Ja, okay. Ich lasse es erstmal so laufen. Also ich behalte es im Hinterkopf, keine Sorge. Ich weiß, sehr viele Leute nutzen das in ihren Spielen so und sind damit ziemlich zufrieden, weil man es halt wesentlich besser feintunen kann. Ja, aber ich sollte es so erstmal zu Ende bauen, bevor ich jetzt wieder was Neues anfange. Also, wir haben auf meiner Liste Iron, Invar, Nickel, Chrom, Copper, Zink, Blei, Tin. Habe ich jetzt alles aufgebaut. Es fehlt jetzt noch Plastik theoretisch. Aber da würde ich Silikon verbrauchen, das will ich nicht. Und Aluminium. Aluminium, da brauchen wir. Das war ein Powdermixer, ne? Das Ding. Oh nee. Oder doch? Ja, wir brauchten einen Powdermixer, aber der ist nicht der Ersatz dafür. Das ist eben so eine Vorstufe gewesen. Genau, für Aluminiumhydroxid. Und brauchte dafür auch noch Sodiumhydroxid. Ich bringe erstmal Aluminium hier auf das oberste Fließband auf die rechte Seite. Und dann gucken wir weiter. Das heißt, hier noch intelligentes Ärmchen. Von unten links nach oben links. Und du filterst bitte Aluminium. Auf die rechte Seite. Danke. Gut. Das kann da mal alles mit so rein. Ja, okay. Also, Aluminium kommt. Geht nur bis hier. Dann, der Platz hier ist frei, ne? Ja, dann mache ich hier den Powdermixer. Kann ich ja ruhig da hinstellen. Du nimmst dir bitte einfach so Aluminium. Du brauchst jetzt noch Sodiumhydroxid. Sodiumhydroxid kam aus einem, nicht ein Electrolyzer, sondern einer Water Hydroplant, genau. Wo kann ich das denn mal dazwischen bauen? Platz hier unten ist auch frei, oder? Ich glaube, er war mal gedacht für noch mehr Fließbänder. Wir brauchen gar nicht so viele Fließbänder. Das Problem hat sich recht schnell erledigt. Nee, das war doch nicht so ein Ding. Na, ich gucke einfach mal. Sodiumhydroxid kommt aus Saline Water. Oder
Purified Water oder aus Gold? Ja, nee, das ist technologisch zu hoch. Also, Electrolyzer mit Saline Water drin. Aber um Saline Water hier zu bekommen, müssten wir theoretisch einen Hydroplant aufstellen. Ich kann da mal gucken. Habe ich einen Electrolyzer vorrätig? Das ist ein Washing Plant, das ist ein Hydroplant. Nee, bau bitte einen Electrolyzer. Ah, doch, da blinkt was, okay. Guck schon wieder das Falsche an, ne? Ja. Da. Ja, da blinkt nichts, ne? Okay. Bau bitte einen Electrolyzer. Und ich guck mal, ob ich Saline Water hier irgendwo oder nicht habe. Vielleicht hier bei der Anlage. Purified Water. Nix. Purified Water. Saline Water, da. Ja, gut, dann nehmen wir das auch mal von hier. Nein. Nehmen wir das aber mal von hier. Und jetzt mit nach oben. Bis. Oh, das geht so hier zwischen rein. Ja, sehr gut. Und schon dazwischen. Muss jetzt nur einen Weg rausfinden. Ist das in der Mitte hier? Ah, das geht super auf. Okay. Dann hier ein Electrolyzer. Der ist auch nicht ganz so groß für die Hydroplant. So. Und du machst bitte dieses hier. Und Chlor und Wasserstoff. Brauche ich Wasserstoff hier oben irgendwo? Nein. Brauche ich Chlor hier oben irgendwo? Nein. Also, Burner Stacks. Die ich nicht vorrätig habe. Und noch gar nicht bauen kann? Doch, die habe ich bestimmt erforscht. Bestimmt erforscht. Tee? Müsste eigentlich so ein gelb-rotes sein. Was? Stack? Flare Stack heißen die, okay. Ja, habe ich erforscht. Made in Fabrik. Also, müsste ich es doch auch herstellen können? Flare. Ach, da. Okay, bau ein Flare Stack, ne? Wo? Da hat sich es versteckt. Stahl fehlt. Okay, warte. Stahl sollten wir vor dich haben. Nee, haben wir nicht. Weil ich keine Stahlschmelze hinten dran gebaut habe. Und ich habe keine Foundry dabei. Nee. Es ist gerade alles nicht so super duper organisiert hier. Steel Furnace. So, dankeschön. Raus dann mit euch. Achso, und dich beschränken auf 2 Sticks. Wir haben momentan ein kleines Eisenproblem. Ne? Sollten wir nicht alles in Stahl umwandeln? Okay, zurück zu den Flare Stacks. Da fehlt noch ein bisschen Stahl und Basic Electronic Components. Die kann ich schnell von unten schnappen. Also, schnell, ne? Irgendwie bei der Größe der Fabrik ist jetzt nicht mehr so wirklich viel schnell zu holen. Aber gut. Nee, habe ich genug. Die Steine. Ja, erstaunen sich, ne? Müsste ich bei Zeiten dann also auch wirklich alles rot machen. Und hier oben wird ja fleißig vorgebaut, ne? 400 rote Fließbänder warten auf uns, das ist super. So, noch ein Flare Stack.
Wobei ich das echt nicht unbedingt verballern sollte. Also Wasserstoff haben wir zuhauf, ich weiß. Und Chlor könnten wir hier unten gebrauchen. Aber das alles hin und her zu transportieren, ist irgendwie meh. Ja, hier wird Chloringas. Das haben wir aber durchgehend voll, oder? Ja. Wasserstoff irgendwie nicht. Ja, warum haben wir nicht durchgehend Wasserstoff? Denn das ist vielleicht doch keine so gute, also keine so schlechte Idee, das von oben hier runter zu bringen. Beides. Bau schon mal mehr davon. Okay, also hier muss jetzt Wasserstoff rauf. Irgendwie da. Ja, das hier würde ich ungern durcheinander bringen, ehrlich gesagt. Ich kann. Jo. Ich wollte ein zentrales Gedöns haben für alle Sachen, ne? Also alle Flüssigkeiten und Gase. Und das läuft hier von, ne, Norden nach Süden. Das heißt, das schließe ich jetzt einfach hier an. Chloringas. Das ist jetzt Reihe Nummer, keine Ahnung wie viel. Aber hier haben wir jetzt Platz. So. Ist jetzt an einer ungünstigen Stelle, dessen bin ich mir bewusst. Weil wir das Chloringas jetzt ganz am Rand haben und hier irgendwo wird es gebraucht. Aber ja, ist halt so. So, warte. Da oben ist es, okay. Ist also nicht mehr weit. Und das war's schon an Untergrund. Okay. Aber wir haben hier 400 Rohle auf uns warten. Schön, schön, schön. Ja, damit. So, und ich brauche auch reguläres Zeug. Dankeschön. Oh ja, das sieht besser aus, ha? Achso, ich muss das Ganze jetzt umdrehen. Dann mache ich das doch lieber auch einfach andersrum, oder? Nehme den Electrolyzer, setz den daran. Und dann kommt Chlorgas hier weg. Ich kann da eine richtig coole Anlage bauen, fällt mir gerade auf. Also jetzt, wo ich hier jetzt ja überall alle Flüssigkeiten, alle Gase nach und nach aneinander reihe, kann ich ja auch für jede Flüssigkeit und für jedes Gas einen Storage Tank hier hinbauen oder mehrere. Und hinter diese beiden Storage Tank oder den einen Storage Tank jeweils ein Overflow Valve und ein entweder Burner Stack oder so eine Void, so eine Liquid Void. Um mal sicherzustellen, dass egal wo im Netzwerk von dieser Flüssigkeit irgendwas überschüssig ist, dass es dann am Ende da ankommt und wenn es wirklich über 80% ist, dass es dann gekillt wird. So spare ich mir diese ganzen Voids und Stacks überall zwischendrin verteilt. Das klingt super, ob ich das ordentlich hinbekomme, ist fraglich. Zumal unsere Lebenslinie aus Flüssigkeiten und Gasen hier eh nicht so ideal ist mit der Stackung und den Rohren, die hier irgendwo ganz kuddelmuddel laufen und so, aber ist schon mal ein Anfang. So, also Chlor hätten wir. Ist jetzt hier alles voll, aber hoffentlich wird es irgendwo gevoidet. Ich muss auch kurz überprüfen, ob es richtig angeschlossen ist oder ob es nur eine Fabrik hier nimmt. Also es geht schon mal hier mit ran, hier wird es gebraucht. Und hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter, hier geht's runter. Da, hier ist ein Storage Tank. Hier wird es hergestellt. Mehr haben wir nicht. Hydrogen Gas kommt da rein, dahin. Haben wir aber irgendwie nie genug, weil Chlor zu voll ist. Ich denke, wir haben keinen Chlor Burner Stack oder Flare Stack. Das sollte ich denn gleich mal bauen. Wasserstoff.
Wasserstoff geht hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Dann lasse ich es jetzt hier weiterlaufen. Und suche mir eine schöne Stelle neben dem Chlor. Okay. Klappt da auch. So. Und es ist jetzt nicht eine Unmenge, die oben hergestellt wird. Für die Aluminiumproduktion, aber es scheint hier zu fehlen. Ich sollte dann aber auch die Linie weiter nach ganz Süden runterziehen. Denn hier haben wir ja die Giftstoff-Weiterverarbeitung zu Wasser. Also Chlorik, Fluorik, bla bla bla, Solution. Und da kamen, glaube ich, auch diverse Gase und Flüssigkeiten bei raus, die wir dann hier mit einsortieren sollten. Wo laufe ich jetzt eigentlich gerade hin damit? Achso, es ist gar nicht mal so falsch. Ich sollte aber von links anfangen, gucken, wo das rauskommt. Ja, ist auf der Höhe der Lampen. Mip. Dahin. Okay. So, da freuen sich die unten über ein bisschen extra Wasserstoff. Jetzt müssen wir nur noch die Sodium. Ich hab's mir fast gemerkt. Sodiumhydroxid? Ja. Sodiumhydroxid abtransportieren und. Wobei, warte. Sodiumhydroxid musste zusammen mit dem Alu. Hier muss es hin. Das ist eine ungünstige Position, fällt mir gerade auf. Ah, gut. Dahin. Mach's so und dann kannst du es da mit dem langen Arm hier runterholen. Achso, es wurde jetzt rausgelegt, weil ich das alles eingesagt habe, gierigerweise. Also bitte so. Ja, Chlor staut sich definitiv. Okay, dann mache ich hier zwischen jetzt noch ein. Ein Tank. Auch kein Tank. Brauch einen Tank. Ein Tank, der nach da guckt und dann dahinter ein Overflow Valve, das ich auch schon vorbereiten sollte. Da. Overflow Valve. Da. Und Plastik. Das Ding war instant voll. Ist krass. Okay, also Chlorgas haben wir anscheinend momentan recht viel über. Schön, das läuft jetzt also erstmal durchgehend. Also so lange, bis sich das Sodiumhydroxid hier staut und dann haben wir wieder keinen Wasserstoff für unten. Ah, aber das ist ein Problem für Geozunft. Also wir haben jetzt Aluminiumhydroxid und das wird weiterverarbeitet in Aluminiumhydroxid wird weiterverarbeitet in einem Blast Furnace. Zu Aluminar. Chemical Furnace, Powder Mixer, Blast Furnace. Zip. Man merkt, wir sind in den Randgebieten der Anlage, weil hier die Beleuchtung schon ein bisschen dämmerig wird. Wobei, ne, die müssen jetzt raus. So. Blast Furnace. Du. Aluminium Ingot. Okay, du brauchst jetzt noch Carbon. Keine Pellets. Ganz normales Carbon. Da musste ich auch noch E für jeden hiervon was anliefern. Ja, da ist jetzt der Electrolyzer nicht so super gewählt, ne? Wenn die ja eigentlich hier noch ein Fließband lang haben müssen, um sich zu bedienen. Na gut, das kann ich hier lang laufen, da unterirdisch, hier drunter unterirdisch und da. Ja, das geht, das geht, das geht. Das sollte passen. Ja, das Aluminium.
Leg dich mal bitte von da nach da hinten. Gut. Poles. Gut. Oh, warte. Das ist falsch. Erstmal Aluminar. Genau. Und aus dem Aluminar in noch ein Blast Furnace. Okay. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Doch, das kommt mir jetzt bekannt vor, mit dem kurzen Fließband und dann das dazwischen. Ja, das heißt, du brauchst jetzt kein Carbon, sondern du da oben. Gib dir erst ein bisschen was. Nee, hier. Einen regulären bekommst du da. Ja, und jetzt ist einfach alles ganz normal mit flüssig und hast du nicht gesehen, ne? Genau. Also Induction Furnace. Casting Machine. Da. Kiste hier. Oh, schon wieder Iron Chest da unten. Ja, ich will meine. Oh, deswegen. Ich habe keinen Stahl. Das ist ein Argument, das stimmt. Okay, jetzt von hier noch nach da oben.